herzlich willkommen hier in meinem kleinen Studio. Dankeschön, Katharina. Schön, dass du extra aus Hamburg angereist bist. Du kommst aus Hamburg, machst die traumasensible Paartherapie jetzt seit 2 Jahren. Ja, ungefähr. Ne? Genau. Und kannst aus der Perspektive derjenigen, die die Methoden lernt, was berichten. Mal kurz zusammenfassen, was waren für dich deine wesentlichen Stationen? Also direkt nach dem Abi habe ich Pädagogik studiert. Mhm. Und zwar mit den Fächern Sport, der Körper dann vorkommt, Biologie und die Examensarbeit über das Thema Ermutigung geschrieben. Genau, und danach im Referendariat habe ich schon gemerkt, in der Schule werde ich nicht so glücklich, weil ich den Kindern nicht so Support geben könnte. Du hast Lehramt studiert. Ich habe auch Lehramt studiert, okay. Genau. Mhm. Genau, Pädagogik auf Lehramt. Mhm. Und als unser Sohn dann geboren wurde, habe ich nicht wieder angefangen in der Schule. Und habe mich dann selbstständig gemacht mit der Begleitung von Paaren. Allerdings waren es Mensch-Pferd-Paare. Ah. Genau, und es kam ganz viel drin vor, was wir auch jetzt in der traumasensiblen Paartherapie nutzen. Okay. Also es gab wirklich viele Parallelen. Mhm. Also Projektionen kommen vor, Trauma bei beiden kommen vor, mhm. Der Körper spricht, der Körper erzählt. Auch bei den Pferden? Auch bei den Pferden. Mhm. Die Mentalisierungsfähigkeit, das sich einfühlen in die andere, in das andere Wesen. Die Emotionen sind da, die gehandelt werden dürfen, die selbst reguliert werden dürfen. Mhm. Bei beiden, es gibt wirklich viele Parallelen. Und so kam es zu einem fließenden Übergang, weil durch die langjährige Betreuung der Reiter- und Pferdpaare auch Vertrauen entstand und die Paare oder die Menschen mir dann auch andere Dinge von sich erzählt haben. Zum Beispiel über ihre Paarproblematiken. Und dann haben wir teilweise in der Reithalle innere Kindarbeit gemacht, Aufstellungsarbeit gemacht, haben systemisch gearbeitet, das Pferd war mit dabei. Mhm. Aber dann hast du das auch gelernt, diese anderen Methoden? Genau, die anderen Methoden habe ich gelernt. Genau. Ja, okay. Ja, und so kam der Wechsel sozusagen von Natura auf mich zu. Mhm. Genau. Gibt es eine Motivation für dich, mit Paaren arbeiten zu wollen? Was motiviert dich dazu oder was ist so dein tieferer Grund, dass du sagst, ich arbeite jetzt mit Paaren? Ja, es ist der Wunsch nach Friedensarbeit. Mhm. Also ich habe hier in der Schule gearbeitet und mit Kindern gearbeitet und gesehen, wie Kinder leiden und das, wenn ein Paar Beziehungsprobleme vorliegen und habe gemerkt, über die Schule kann ich nicht so helfen und begleiten. Und wenn es den Eltern gut geht, dann kann das Kind sich frei entwickeln und frei entfalten und wachsen. Und von daher empfinde ich das als ein Stück Friedensarbeit. Mhm. Also Frieden für das Paar, es ist ja unglaublich belastend für ein Paar, wenn sie viel streiten. Diese ewigen Streits zehren an den Kräften bei den Menschen. Und wenn das Paar in den Frieden kommt, geht es eben der Familie besser und wir produzieren gesellschaftlich weniger Beziehungstrauma, weniger Bindungstrauma und so meine Hoffnung, es kann friedlicher weitergehen. Ja, okay. Hattest du vielleicht eigene Beziehungsprobleme, die da einen Einfluss drauf genommen haben, dass du das Gefühl hattest, du möchtest mit Paaren arbeiten? Mhm. Also als unser Sohn in die Pubertät kam, ging bei meinem Mann und mir die Krise los. Mhm. Wir sind seit fast 30 Jahren zusammen, würde ich so denken. Mhm. Und es war eine heftige Krise. Und wir haben uns ehrlich gesagt nicht viel erspart. Mhm. Es war nicht schön, was wir da miteinander gemacht haben. Okay. Und da haben uns Hilfe geholt und haben dann viele gemeinsame Ausbildungen miteinander absolviert. Mhm. Sowohl die systemische, die Paar- und Familientherapie, die Aufstellungsarbeit, die emotionsfokussierte Paartherapie haben wir angegangen. Und damit kam schon mal viel Ruhe rein. Mhm. Aber ich wollte mehr wissen, ich wollte mehr verstehen. Mhm. Und ich habe wirklich gegoogelt nach Paaren und Beziehung und Trauma. Mhm. Und da gab es nicht viel. Und das, was ich da gefunden habe, was mir in die Hände fiel, war eben dein Buch. Also ich kann es ja gerade mal zeigen, ich habe es gerade mitgebracht. Mhm. Du hast es ja geschrieben. Ja. Genau. Und ich hatte das ungefähr ein Viertel durch. Da wusste ich, das hilft, mhm. weil es mir geholfen hat, die tiefere Ursache unserer Probleme zu verstehen. Und ich hatte es zur Hälfte durch und da wusste ich, ich will das lernen. Ja, es hat mich richtig ergriffen. Also es war wie so ein Schatz in den Händen zu halten. Mhm. Ja, es war wirklich so ein Lichtblick. Und das Großartigste war daran, dass mein Mann gesagt hat, er macht mit. Schön.
Ja, er sitzt gerade hinter mir, deswegen lächle ich so. Hallo? Genau. Ja, genau. Wir haben das viel zusammen gemacht und das war einfach ganz toll. Ja. Welche speziellen Situationen mit Paaren belasten dich ganz besonders und was sind für dich schwierige Paare? Wo stößt du an deine Grenzen? Schwierige Paare sind für mich Paare, die noch relativ junge Kinder haben und ja eine Grenzverletzung erleben mussten, selber als Kind, und dadurch mit sich gegenseitig verachtend umgehen und auch dadurch nicht so in der Lage sind, ihre Kinder wirklich zu sehen und empathisch mit ihren Kindern zu sein. Und dann empfinde ich einen großen Druck, schnell helfen zu wollen, weil ich weiß, es geht nicht nur um die erwachsenen Menschen und um ihr Leid, sondern dahinter stehen eben noch die Kinder. Was hat euch da speziell geholfen bei der traumasensiblen Paartherapie von den Methoden? Das war die Aneinanderlegung des Streitskriptes. Das heißt, jeder von uns hat eine Szene in mehreren Bildern aufgezeichnet, einer speziellen Streitsituation, über die wir uns vorher abgestimmt haben. Und durch dieses Zeichnen und das Dranschreiben, das hast du gesagt, das habe ich gesagt, das hast du gedacht, aber nicht gesagt, und das habe ich gedacht, aber vielleicht nicht gesagt, und das habe ich in dem Moment gefühlt. Allein dadurch hatten wir schon große Aha-Erlebnisse. Und als wir dann im zweiten Schritt eine Szene der Kindheit bei uns näher beleuchtet haben, in einem das Emotionsskript, genau, da war es für mich so, wie, ja, wie man immer so schön sagt, Schuppen von den Augen fallen, okay, ich wiederhole da was. Also die Traumata der Kindheit wirken in unsere Paarbeziehung hinein. Und ich möchte halt die Themen vermeiden oder die Gefühle vor allem vermeiden, die mir als Kind schon wehgetan haben. Okay. Wie war das für dich mit den Beziehungssätzen? Da werden ja aus dem Emotionskript dann diese Beziehungssätze gemacht. Wie war das? Sehr erhellend. Also unschön, weil sie ja nicht schmeichelhaft sind. Ja. Ja, der Beziehungssatz hat mir gezeigt, wie ich in eine Beziehung gehe, egal ob mein Mann jetzt Peer heißt oder Karl Gustav. Und ja, ich konnte daran meinen Anteil erkennen. Und was aufhören konnte, überwiegend, war der Gedanke, er soll. Und was findest du überzeugend an der traumasensiblen Paartherapie? Was bereitet dir Schwierigkeiten? Vielleicht gibt es auch was, wo du sagst, das könnte man noch anders machen oder besser machen. Wie siehst du es? Du hast ja viele verschiedene Methoden kennengelernt. Jetzt auch die traumasensitive, du hast die emotionsfokussierte Paartherapie, systemische Paartherapie kennengelernt. Ne? Was noch? Imagotherapie kennst du auch? Ne? Ja, aber habe ich nicht gelernt. Ah, okay. Ich habe sie kennenlernen dürfen, als User sozusagen. Ja, das heißt, du hast ja die Vergleichsmöglichkeiten. Was findest du überzeugend und wo denkst du, sollte man es besser machen oder was könnte man verbessern? Du willst ja später auch einsteigen, Trainerin werden. Ne? Ja. Vielleicht hast du ja auch Ideen, wie sich das erweitern könnte. Also überzeugend, ich fange mit dem an, was mich wirklich überzeugt hat, sind in erster Linie zwei Dinge. Das eine ist, dass die Paare so wunderbar selber erkennen, was bei ihnen Ursache ist. Also nicht ich muss ihnen das als Begleitung vermitteln, schauen sie so und so, sondern die Paare erkennen es von sich aus. Weil die Methoden einen sehr großen visuellen Anteil haben und der einfach so direkt ans limbische System geht. Das gefällt mir gut. Und was mir auch unglaublich gefällt, ist die gute Strukturierung. Das heißt, von Anfang an kann das Paar sehen und erkennen, hier sind wir, das werden wir machen, so geht es weiter durchs Traumahauskonzept. Und das empfinden viele Paare, so erlebe ich das, als mutmachend. Arbeitest du auch mit dem Arbeitsbuch? Ja. Kannst du es mal zeigen? Ja. Weil ich habe ja auch ein Arbeitsbuch entwickelt, damit die Paare selber mit den Methoden arbeiten können. Beziehungsweise, dass die Therapeutinnen dann etwas haben, wo sie wieder ein Protokoll durchgehen können mit den Paaren. Ne? Genau. Arbeitest du damit? Unterschiedlich. Manche Paare möchten es haben und möchten für sich vorweg arbeiten und machen dann zum Beispiel zu Hause ihr Emotionsskript oder ihre Streitskizze und kommen damit und möchten es gemeinsam besprechen. Und manche Paare fühlen sich wohler, das bei mir in der Praxis machen zu können. Das sehe ich genauso, ja. Und was sind für dich die Dinge, wo du sagst, das könnte man noch erweitern, Verbesserungsvorschläge, Optimierung oder so, das sind darf ja wachsen? Ja, es sind auch zwei Sachen, damit im einen haben wir schon angefangen. Die Rollenspiele. Ja, genau. Genau. Also das, das finde ich als wahnsinnig hilfreich, wenn wir beim Lernen, vor allem in den Supervisionscalls, also bei den wöchentlichen Supervisionen, die wir bekommen, wir Lernenden sozusagen,
dass wir damit Rollenspielen lernen dürfen. Also entweder, dass du so tust, als würdest du mit dem Paar arbeiten, wenn wir das Paar sind und unser Paar nachempfinden, das finde ich als sehr hilfreich, weil wir dann in die Rolle unseres Paares schlüpfen, in den Mann und in die Frau. Oder aber vielleicht auch, was wir noch nicht so gemacht haben, dass wir das selber beginnen. Wie meinst du, dass ihr das selber? Also, dass wir selber, dass wir Lernenden selber in die Rolle der Therapeutin gehen und zwei andere aus unserem Supervisionscall das Paar machen und du dann quasi unsere Supervisorin bist. Ja, so, wie ist denn das für dich in den Supervisionscalls? Das ist ja jetzt eine Möglichkeit, um die Methode zu vertiefen, wenn man schon mal mit Paaren arbeitet, Fragen zu stellen, die dann überhaupt erst auftauchen, wenn man das mit den Paaren selber macht. Wie empfindest du diese Supervisionscalls? Also ich empfinde sie als hilfreich und, ich sag mal, bewusstseinserweiternd, als Erfahrungsspielraum erweiternd, weil ja an meine Kolleginnen andere Erfahrungen machen als ich, von denen ich dann sozusagen aus deren Hand wieder profitieren darf. Ich empfinde das als sehr hilfreich. Und was es mir auch gebracht hat, ist das ein klares Fokussieren. Also so, wie wir es in den Supervisionscalls machen, dass wir erst unsere Frage stellen und dann die nötigen Informationen reingeben, die es braucht, damit die Frage beantwortet werden kann. Das heißt, dieses Raus aus dem Inhalt, hin zur Struktur, das gefällt mir gut. Welchen Einfluss hatte denn die traumasensible Paartherapie auf deine Arbeit mit deinen Paaren? Was hat sich für dich verändert? Du hast ja vorher schon mit Paaren gearbeitet, dann hast du die traumasensible Paartherapie kennengelernt. Was hat sich für dich geändert durch die neuen Methoden? Es ist einfacher geworden, weil es strukturierter ist. Okay. Es ist klarer geworden. Ich bin mutiger geworden, auch schwerere Themen mit den Paaren anzugehen. Also das Gesetz der Resonanz schickt mir Paare, würde ich sagen, auf dem Level, wo ich selber durchgegangen bin und wo ich Handwerkszeug für habe. Und da merke ich, dass die Paare kommen mit schwereren Themen und daran kann ich so ein bisschen auch die eigene Entwicklung sozusagen ablesen. Wir durften quasi oder wurden auch sogar angehalten, alle Methoden selber auszuprobieren. Und sind sozusagen selber durch. Und ich glaube, ohne dem geht es auch nicht. Also ohne unbedingt. Also ohne Eigenerfahrung kannst du einfach nicht. Man kann ja nur so weit begleiten, wie man selber durchgegangen ist. Ja, klar. Und der Teil muss einfach sein, eine Selbsterfahrung dabei. Das finde ich gut. In welchen Situationen kommst du mit deinen Paaren mit der traumasensiblen Paartherapie eher nicht weiter? Was sollte noch dazu kommen, damit ich dich unterstützen kann? Also was ich gut noch gebrauchen könnte, wäre... ist aber auch schon geplant, ein großer Teil an Körpertherapie und auch am Körper vielleicht in Richtung Trauma noch mehr erkennen kann. Also einiges habe ich schon mitgebracht, aber da könnte es noch tiefer gehen. Ja, und auch was er gerade gut haben kann und gut brauchen kann. An Berührungen, an Haltgebung oder eben nicht. Also alles das, was ich dort oder wir in den neuen Modulen lernen durften, führt zu mehr Klarheit. Es ist einfach mehr Klarheit da. Okay. Und es ist mehr Bereitschaft da zur Selbstregulation und es ist Bereitschaft da, wenn, ich nenne es mal unwissenschaftlich, Trigger da sind, Nervensystem aufgewühltheit da ist, mehr Bereitschaft da, das zu sich zu nehmen, sich selbst zu regulieren und eben nicht in den Kontakt zu gehen und den anderen das vor den Latz zu knallen, sag ich mal. Wie stellst du dir die Entwicklung deiner eigenen Arbeit vor? Mit der traumasensiblen Paartherapie, mit den Paaren, mit deinen beruflichen Plänen. Und was sind deine Wünsche, Vorstellungen oder auch Vorschläge? Also meine Wünsche, ich habe das schon mentalisiert, wir bauen gerade ein Haus oder haben die Baugenehmigung erhalten, alles ist geplant, es geht bald los. Schön. Und eine Vision für diese Berufung, mit Paaren zu arbeiten, ist, in diesem Haus die Paarbegleitung machen zu dürfen und dann auch mit Gruppen zu arbeiten. Schön. Also eben nicht nur in Aufstellungsarbeit, das machen wir jetzt schon, sondern auch speziell die Paare in Gruppen zu begleiten, weil für mich die Gruppe immer mehr ist als die Summe ihrer Einzelteile. Also da ist einfach viel Halt dann da und viel Öffnung. Du hast ja auch vor, eventuell dann die traumasensible Paartherapie als Training anzubieten. Ne? Das würde ich sehr gerne. Werden, ne? Das würde ich sehr, sehr gerne. Ja. Ja, genau. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen Erfahrung sammeln und dann, ja, irgendwann durchstarten. Ne? Genau, genau. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja, danke. Denn mein Grundberuf war ja das Lehren. Okay. Und nicht nur das Heilen. Und da kann ich es verbinden. Und das macht mich glücklich.